Willkommen Reisende, wir sind Nordic Ashes, spielen heute Helga. Als erstes mit dem Buch der Sterne, da habe ich schon mal reingeguckt. Sie kann 5 verschiedene Waffen am Anfang auswählen. Wir gehen hier auf Hard. Wir müssen sowieso mit jedem Charakter alle 3 einmal spielen. So, wir haben unsere Karte geupgradet, unsere Minimap. Mal sehen, wo die ganzen Sachen sind, die wir einsammeln können. Die schießt so Blitze. Also, naja, eher so eine Art Laser. Schuhe, das ist sehr wichtig. Natürlich haben wir beim Neuwürfeln wie immer kein Glück. Mal gucken, wie es diesmal ist. So, Abklingzeit. Schaden. Ja, und schon geht's los. Wie ihr gesehen habt, 0 Glück bei dem Scheiß. Mit der Waffe braucht man sehr viel Schaden. Die taugt nämlich für gar nichts. Und so viele Projektile wie möglich. Also Schaden und Projektile. Kann sie ganz viele Gegner treffen, anstatt immer nur einen. Und da der Charakter sau langsam ist, brauchen wir auf jeden Fall Geschwindigkeit. Gratis Projektile, das ist super. Können wir jetzt auf Schaden gehen. So. Hier noch schnell die Erfahrungspunkte alle einsammeln. Dann holen wir uns jetzt den Kristall. Der ist direkt hier, das ist super. So, eine Kiste. Wir brauchen nämlich sehr viel Geld für den Laden. Ah, wir machen ja gar keinen Schaden, ey. Kiste geht nicht mal von einmal draufschießen kaputt. Sehr gefährlich, hier einfach rumzustehen. Aber mach doch mal, ey, also mal im Ernst. Die schießt das Weihnachten. So, die erste Ratte ist tot. Oh, die Dauer interessiert keinen Menschen. So, Schaden. Abklingzeit. Ja, nehmen wir es jetzt einmal mit, geht mir hier auf den Sack da. So. Einsammeln. Eine Kiste fallen lassen, die eine Giftratte. So. Ich nehme mal mehr Schaden, besser ist. Okay, dann gehen wir jetzt mal gucken bei dem nächsten roten Altar. Oh, hier hätten wir Kisten, die schon wieder nicht kaputt gehen wollen. Kann ja aber nicht wahr sein. Die Kisten gar nicht kaputt gehen. Geht doch. Also die Minimap ist auf jeden Fall sehr gut. Gut, dass wir uns die als erstes eingeschaltet haben. Oh, da sind gut welche kaputt gegangen. Oh Gott, wir haben einen Ring bekommen, zum Glück. Das ist sehr gut. So. Wir nehmen den Schaden. So, Konstellationsverbindung verursachen jetzt mehr Schaden. Cool. Dann erhöhen wir jetzt
die Erfahrungspunkte und danach erhöhen wir den Einsammelbereich. Hoffentlich kommen die jetzt auch bis hier rein. Wir müssen die ja schließlich hier drinnen töten. Aber es scheint zu funktionieren. Wohl für den großen doch. Oh, doch funktioniert. Gut. So, einsammeln. Na gut, ein Laser, der andauernd die Richtung ändert. Stehen jetzt hier natürlich sehr gefährlich. Aber wir bekommen zwei Herdcontainer dazu. Das ist schon mal sehr gut. So, voll die Laser-Granny hier. Ah, cool. Der Laser bleibt länger aktiv und wenn sie gegenlaufen, sterben sie auch. Das ist doch super. Müssen wir sie immer so ein bisschen in Richtung des Lasers locken. Momentan sieht es ja gut aus. Oder das heißt ja noch nichts. So, ein paar müssen wir noch. Ja, hier schon mal noch mal ein bisschen was einsammeln. Oh, Vogel, nicht gesehen. Ja, und direkt zweimal reingelaufen. Warum auch nicht? Oh, da ist ein Heiltrank getroppt. Den holen wir uns natürlich nicht jetzt. So. Auf in die Laser. Los, reinlaufen. Geht doch. Erstmal den Heiltrank gönnen. Münze. Hier ein paar Erfahrungspünktchen. Das Gute ist, die verschwinden auch auf der Minimap, wenn wir sie eingesammelt haben. Dann weiß man, wo man wenigstens noch hinlaufen muss. So, ab geht's zum nächsten. Gehen wir hier oben hin. Oh. Ah, Münze. So. Da lang. Hier lang. Da. Kiste für 5. Gucken wir mal rein. Mehr Schaden. Naja, wir nehmen mal Ablenkzeit. So, also abgegradet ist der Laser gut. Oh, jetzt kommt er. Der erste Miniboss. Wir haben nur 18 Münzen. Schnell mal zu den anderen Altaren gehen. Eine Schatzkiste für 15, das lohnt gar nicht. Dann gucken wir mal hier lang. Wir müssen den Ring auch gleich verwenden. Haben die Erfahrungspunkte erstmal eingesammelt. Da ist er tot. So. Hier liegt eine Münze und ein Heiltrank. Dann gönnen wir uns den einmal. Macht das Schild. Absorbiert einen Treffer mit beliebigem Schaden und explodiert, wodurch alle Gegner zurückgestoßen werden. Oh.
das hier? Erhöht die Reichweite. Ja, das nehmen wir mit. Könnte man hier auch mitnehmen. Das ist mal ein Schild. Voll cool. Heiltränke brauchen wir nicht, aber wir könnten uns eigentlich... Das Herz können wir uns nicht mehr leisten. Dann einmal upgraden. Hier mehr Erfahrungspunkte erhalten. So, größeren Einsammelradius. Gut. Hier haben wir noch Dauer. Was haben wir hier? Halt ein rotes Herz alle 60 Sekunden. Okay. Voll überpowered. Oder zwei rote Herzcontainer bekommen. Volle. Aber das hier hält uns ja durchgehend. Ja, lieber das. Ist die Frage, lohnt sich bei ihr die Superwaffe? Können sie ja einmal mitnehmen. Also okay, die Abklingzeit und die Dauer wird verbessert. Helgas ultimative Fähigkeit. Diese uraltes Rezept gewährt Stärkungseffekte, die sich jedes Mal stapeln, wenn sie einen Schluck davon nimmt. Keine Ahnung, wie sich das auswirkt. Das müssen wir dann einfach mal sehen. Ah, direkt eine Kiste war hier. So, wir haben nur noch den Altar, der uns um 15 Goldmünzen kostet. Das lassen wir mal. Wir holen uns lieber ein paar Kisten, in denen nichts drin ist. So, also Kisten sammeln für Geld. Ah, das war der Schild, okay. Wir sind ganz schön langsam, muss ich ja mal sagen. So, ein paar Münzen, gut. So, also wir suchen jetzt einfach nur noch Kisten. Okay, okay, so. Müssen wir irgendwie Schlossgeschwindigkeit. Hier haben wir die Vögel. Da haben wir diese beiden Kartendinger. Mal einen hierfür. Also Abklingzeit oder Geschossgeschwindigkeit. Wir nehmen mal Abklingzeit. Reicht. So, welche von denen nehmen wir jetzt? Tarotkarten aus ihrem Deck. Die Effekte der Karten unterscheiden sich voneinander. Und das wirft Karten zu nächstgelegenen Feinden. Cool. Aber wir können nur eins von beiden nehmen, okay. So, nehmen wir das mal. Okay, wir werfen jetzt echt Karten. Jetzt kommt dieser Blitzvogel wieder. Oh, da liegt ein Ring. Den müssen wir gleich mal einsammeln. Schild ist wieder aktiv. Und da haben wir es auch direkt verwendet. Ganz schön voll jetzt hier. Da wir den Ring haben, machen wir jetzt beim Gehen einfach Schaden. Aber da die Fähigkeit nicht mit uns mitgeht, ist sie echt nicht so toll. So, was macht jetzt ihre Superfähigkeit? Gar nichts, oder was? Warum ist denn hier so voll? Verarschen? Ja, nee, ist klar.
Plattformen sind hier so voll. Ja, cool, wir sind gleich tot, also. Immer voll vergessen. Keine Ahnung, was ihre Fähigkeit bringen soll, also mal im Ernst. Ja, jetzt hängen wir an dem scheiß Baum fest. Ja, ist klar. Am Ernst, sie ist arschlangsam. Du kannst ja voll in die Tonne treten, ihre Superfähigkeiten. Ja, hier, super, das bringt gar keinen Schaden. Müssen wir wieder ewig neu würfeln. Das hier. Auch keinen Schaden, weil, ja, ist klar, weil warum auch, ne? Ja, kann nicht sein, ganz im Ernst. Also mit der, die so langsam macht, so wenig Schaden, kannst du ja auf schwer hier mal voll vergessen. Ja, dann ihr komische Attacke schießt sonst wohin, also kannst du voll vergessen, die Alte. Ja, und keine Ahnung, was das soll, warum es hier so voll ist. Ja, gar nicht. Also mal im Ernst. Das wird doch nur noch weglaufen hier. Macht so wenig Schaden, obwohl wir schon eine Fähigkeit Stufe 11 haben. Wir sind so langsam. Ah, klar. Die hier bringt ja auch gar nichts. Also. Völlig egal, ob man das benutzt. Ihre Superfähigkeit. Jetzt voll in Donner treten. Also echt, die Superfähigkeit, die braucht man nun gar nicht. Aber jetzt fehlt uns natürlich ein Punkt. Super. Wie sollen wir den denn töten? Ach ja, fick dich, Spiel, ganz im Ernst. So, wir spielen jetzt hier mit irgendeiner anderen Waffe. Das kannst du ja in den Tunnel treten, diese Blitzdingens da. Voll für den Arsch. Ja, was weiß ich, die Vögel bringen wahrscheinlich genauso wenig. Keine Ahnung, mit so einem anderen Kartendeck vielleicht. Die macht ja null Schaden, die Alte. Da kannst du ja direkt in eine Tonne treten, ey. Ah, Abklingzeit.
Das meiste, was wir unsere Punkte verballern, ist den scheiß Neuwürfeln. Ja, super geil. Macht die auch was? Die leben. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, wir greifen gar nicht ein. Verbrannt. Geil, ja, super. Also, die alte, die ist auch völlig für den Arsch. Ob die im Spiel ist oder Peng. Mal im Ernst. Ja, geil, jetzt geben wir die ein. Bringt ja null Schaden. Wie geil. Ja, Sammelreichweite 15. Super. Krass, wir machen null Schaden mit der Fähigkeit. Also, die taugt ja gar nichts, ey. Ja, cool, wir haben noch null Feinde getötet. Ja, das haben sie ja super hingestellt hier. Also, wir müssen eine andere Fähigkeit sammeln. Also, aufwerten. Das nehmen wir jetzt hier den Bogen, dann machen wir wenigstens ein bisschen Schaden. Also, Schleuder heißt das Ding ja. Gut, also das Tarot-Kartendeck kannst du mal voll in die Tonne treten. Leben funktioniert nämlich bei Gegnern nicht. Also bei Bossen. Und dass sie hier ewig Karten mischt, er sie wieder angreift. Also kannst auch. Das Einzige, womit wir Schaden machen, mit der Schleuder. Feuer, ja, guck hier, bringt gar nichts. Voll die Verarsche. Ist das eine schwachsinnige Fähigkeit? Ist ja genauso nutzlos wie ihre Super. Fähigkeit wie bei allen anderen Charakteren. Da ist die Superfähigkeit immer voll nutzlos. Bringt mehr einfach irgendeine normale Fähigkeit auf Stufe 11 zu machen. Haben wir den Schwachsinnskristall schon eingesammelt? Nehmen wir auch nicht. Das ist ein Scheiß. Ja, gib mir Müll. Ja, nehmen nichts für diese Taro-Scheiße. Also dieses Taro. Na gut, also. Die Hälfte ihrer Waffen ist vollkommen nutzlos. Die sollte lieber zu Hause sitzen und stricken oder so, die alte. Ganz im Ernst. Immer wieder Müll, oder? Ah, hier, Abklingzeit 20%. Wenn eine Waffe nicht von ihr ist, schon mal gut. Boah, wie war die nicht aufwerten, die Waffe, ne? Ist ja voll nett. Vorne treten. Wir wollen uns jetzt den Kristall. Oh ja Gott, wie weit weg ist der denn bitte? Zum Glück haben wir die Minimap aufgewertet. Findest du ja sonst nie. Also wir nehmen sowas von nicht die Waffe. Nehmen wir uns jetzt irgendeine andere, ey. Ihr seht ja noch hier zwei dümmliche Vögel. Keine Ahnung, Alter. Wir nehmen jetzt hier überall ein. Erhöhen, Alter, die Erfahrung. Und dann machen wir jetzt hier die Schleuder. Also, voll für den Arsch. Wieso sollte man die spielen, ey? Nicht eine ihrer Fähigkeiten macht Schaden. Mal gucken danach, wie das mit ihren Vögeln ist. Aber das hier kannst du ja vergessen. Ach, wir haben hier noch so einen roten. Irgendwo. Einen roten Altar. Wir brauchen aber Geld für den Shop. Zwei volle rote Herzcontainer, das ist doch super. Bei den Scheißfähigkeiten, die alte hier hat, dann ist sie auch noch arschlangsam. Also, die macht überhaupt keinen Spaß. Wie dieser Missing-Typ, musst du wieder Glück haben, welche Scheißfähigkeiten du kriegst. Und dann kriegst du wieder nur Scheiße und beim Aufwerten genau dasselbe. Also, ach, voll vergessen. Geil ist die Bogenschützin, die haut Schaden raus. Wenn die gut aufwertest.
Aber hier diese... Boah, ist die langsam. Da könntet ihr mal verrecken, ihr Mistviecher. Oh ja, geht mir nicht auf die Eier, ey. Boah, wie der gar nicht stirbt, ne? Ja, Blitz, wieder kein Schaden. Ist doch, ey, kannst doch voll in die Tonne treten. Hier, die brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht kaufen. Zwei Eulen. Die Eule schießt, ist ja noch schlimmer. Hey, geil, wir dürfen prinzipiell wieder neu würfeln. Alter, mit einer Waffe, die wir gefunden haben, müssen wir jetzt Schaden machen. Wer weiß, ob wir so dem, ob wir zum Boss kommen. Eben war so voll, wenn wir jetzt nicht im Shop übelst viele Waffen kriegen, war das voll vergessen. Ich weiß gar nicht, ob man diese komische Schleuder, müsste man auch auf Stufe 11 bekommen können. Ich weiß gar nicht, was deren Fähigkeit dann ist. Boah, ja, ich sterb doch, ey. Ja, kann nicht sein. Nicht in ein altes nordisches Altenheim, die alte. Oh, Alter, warte mal, in nordische Mythologie, wahrscheinlich hätten sie es einfach gekippt oder so. Wie viele wir hier töten müssen. Mit zwei Leben. Wir haben schon mehr verloren, nur die Scheiße hier zu machen, weil die alte nichts taugt. Und dieses neue Mischen da, ne, das ist so nervig. Oh Gott. Endlich. So, nur noch die Erfahrung einsammeln. Da sind Kisten. Hoffentlich ist irgendwas drin. Ja, schieß auf die Kisten. Herr Gott, ey. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt im Shop gar nichts, was wir gebrauchen können. So. Da unten war ja noch irgend so ein Schwachsinnsding für 15 Gold. Aber bestimmt wieder nur Scheiße drin. Mal gucken gehen. Vielleicht waren wir da auch schon, wer weiß. Vielleicht ist es einfach nur Müll, den keiner will. Ja, der nervige Boss kommt. Oh ja, klar. Stirb vor meinem Gesicht und dann bin ich schuld, oder was? Mistvieh. Naja, Einsammelreichweite. Warten wir lieber auf dem Shop. Ist erstens billiger. Zweitens können wir davon irgendwas brauchen. So. Kann man aufwerten. Jedes Mal, wenn ein Stein einen Feind trifft, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass er in zwei Teile spaltet, was seinen Schaden um 15 reduziert. Ja, super. Also für einen Arsch. Können wir einen Kristall auch aufheben. So, dann nehmen wir Erfahrung und Erfahrung. Darf man nur nicht in das Scheißding reinlaufen. 15 Gold hier. Hier nicht noch irgendwo eine Kiste, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Da sind Kisten. Machen wir wieder nicht kaputt, weil, naja, warum auch? Nichts drin, ich könnte kotzen. Ja, laber mich nicht voll, scheiß Ding, stirb halt. Meine Fresse.
Kristallwelt. So. Leere. Oh ja. Unsere sind ja schon alle leer. Ein Schaden bringt ja einen Scheißdreck. Einen vollen Herzcontainer. Super. Nur Scheiße hier. Nehm den Ring mit. 16. Können wir uns noch ein so ein 10er-Ding kaufen? Ja. Ein Schaden und 10% Angriffsgeschwindigkeit. Ich kann so in die Tanne treten, ey. Kann man so viel Pech bei so einem Spielen haben? So. Hey, jetzt haben wir keine Waffe, die wir aufwerten können. Woo! Das ist eine Scheiße. Paro-Karten-Scheiße, da kann er aber halten, ey. Weil, ja, hier, nee, wir nehmen das, das uns heilt. Wenn wir jetzt hier den scheiß Schaden. Ja, dann nehmen wir einen von diesen Schwachsinnsvögeln da oben noch. Und hoffen, dass wir im zweiten Shop mehr Glück haben. Alter, wie mich das mit den Karten auf den Sack geht. Das ist so nervig, wie das Ding die ganze Zeit hier hin und her mischt, scheiß Krach macht. Ja los, mach doch die Scheiße kaputt da, ey. Wir brauchen Kisten mit Geld. Wir brauchen irgendwas aus dem Shop. Los jetzt hier. Oh Gott, ich brauche scheiß Kisten. Ring haben, brauchen wir diesen Einsammelradius scheiß auch nicht. Viel zu teuer. Können wir echt lieber im Shop verwenden. Immerhin habe ich bald von der Jägerin das coole, den coolen neuen Skin freigeschaltet. Ich hoffe, also die Waffen sehen ja dann anders aus. Fraglich, ob auch. Ja, der ist nach vorne gesprungen, will er mich verarschen. Aber ich glaube nicht, dass sich die Fähigkeiten dann ändern werden. Wahrscheinlich nur anders aussehen. Ja, los. Alter, mach halt gar nichts kaputt, mal im Ernst. Boah, ey, dieser Charakter geht mir so auf den Geist. Immun, jaha, super. Nicht nur, dass wir keinen Schaden mit der Schwachsinnsfähigkeit von ihr machen. Wir sind auch noch immun, weil sie aus Stein sind. Was ein Kack, ey. Also die haben sich so super Mühe gegeben bei dem Spiel. Gibt so geile, starke Fähigkeiten. Und voll die coolen Charaktere. Und dann haben sie diese alte hier fabriziert. Oder diesen Missing-Typen. Was sich bei dem Scheiß gedacht haben. Los jetzt hier. Ich glaube, bis zum Boss überhaupt ein paar Gegner töten, damit wir den Ring benutzen können. Die alte ist so nutzlos. Ah, ich habe den Schwachkopf nicht gesehen. Ja, klar. Jeder Gegner ist schneller als wir. Oder wie wir. Mir auch scheißegal, Grammatik. Ja, Gott, dauert das lange. Willst du mich eigentlich verarschen? Zum Glück ist die Karte endlos. Boah, wie wir nicht einen von denen töten, ne? Oh
Und diese Vögel, Alter, gehen. Oh. Das ist ja wie so ein Bestrafungsspiel, ey. Einfach warten, bis die Zeit abläuft da oben, indem ich im Boss kommt. Und wir haben nicht genug Geld. Wir können nur eine Waffe kaufen. Und einmal neu würfeln. Und dann hoffen, dass eine Waffe bei ist. Der Bogen oder Dolch von der Jägerin oder sowas wäre super. Meinetwegen die Axt von dem Exeldör. Ah, klar. Mhm. Ja, jetzt. Ja, ich glaube eher nicht, dass wir es bis zum Boss schaffen. Ja, klar, wie schnell die sind, ne? Oh, und Richtung ändern geht auch nicht. Ah, das war's, glaube ich. Wir finden ja auch keine Heiltränke. Also, ihr könnt gerne diese alte Verrückte da spielen, aber die macht ja null Schaden. Die kotzt mich so dermaßen an. Die Schnauze voll von der. Ich werde hier auch nicht diesen scheiß Skin freischalten. Sieh mal die alte spielen. Ich glaube, ich hack. Ich glaube, ihr habt mit der Verrückten mehr Glück. Könnt ihr ja Tipps geben, wie man es mit der aushalten soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir was Sinnvolles hier machen. Nicht so ein Scheiß. Bis dann.